Ja, was steht denn heute alles auf dem Programm? Ich werde zum einen mit euch zusammen in folgende News reinschauen. Ich habe das noch nicht gesehen. Willkommen in Jurassic City. Jurassic World 4 2025 von KinoCheck. Wer es schon gesehen hat, eventuell. Ich weiß nicht, worum es in dem Video geht, aber es könnte sein, dass wir jetzt wirklich die Bestätigung bekommen, dass der neue Jurassic-Film wirklich den Namen Jurassic City tragen wird. Was für ein dämlicher Scheißname. Wenn das wirklich so wäre. Newsabend mit Tobi, genau, richtig, genau. Es war lustig eigentlich. Ich habe heute mit ein paar von euch gequatscht gehabt, über Instagram. Und da hat mir einer von euch eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt: So, ey, Tobi, Mann, Jurassic City klingt so ein bisschen wie so ein Trash-Film auf Kabel 1. Ist halt wirklich so, ne? Vor allem gibt es schon einen Jurassic City-Film, der Trash ist. Ja, das ist auf jeden Fall dann eben Nummer 1 auf dem Plan. Nummer 2 ist dann auch noch aus dem US-amerikanischen Raum. Da werden wir einfach dann diese News mal vergleichen. Ebenfalls Title Revealed for the next Jurassic Movie. Hätte von mir sein können, der Titel. Clickbait. Ich weiß nicht, ich habe zumindest noch nichts davon gelesen. Ich bin ja auf Facebook in so ganz dubiosen Seiten drin, wo du eigentlich immer relativ früh offizielle Daten erfährst. Ich habe da noch nichts gelesen, dass der Titel offiziell wäre. Mal gucken, was jetzt hier vielleicht der ein oder andere mehr weiß als ich. Kann man das so lassen? Ich habe jetzt hier nämlich die beiden Lichter nicht an, weil ich irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen habe. Ich hoffe, dann wird es hier nicht so dunkel. Oder nicht zu dunkel. So. Dann fangen wir doch einfach gerade mal an mit Willkommen in Jurassic City. Und gerade auch noch von KinoCheck, die ja eigentlich dann schon sehr bedacht darauf sind, wirklich, wirklich gute Quellen zu haben. Und ich habe noch nicht reingeschaut, wie gesagt. Wir gucken da jetzt gemeinsam zum allerersten Mal rein. Was? Jurassic Town wäre sogar noch besser. Ja, Jurassic Town wäre auch. Warum nicht Jurassic Era? Das habe ich jetzt so oft gelesen. Das hört sich einfach geil an und es würde auch Sinn machen. Gerade eben, weil der Film ja scheinbar nach Jurassic World Dominion spielt. Aber sie wollen es nicht. Sie wollen möglicherweise Jurassic City haben. So, haben wir das auch geklärt. Dann switchen wir jetzt einfach direkt rüber. Und gucken mal, was jetzt hier von KinoCheck erzählt wird. Ey, ich bin echt gespannt drauf. Kennt ihr das Gerücht überhaupt, warum der Film Jurassic City heißen soll? Da ja, also, dass es das Gerücht gibt, dass der Plot scheinbar darum gehen soll, dass eine Gruppe von Leuten versucht, aus einer Stadt herauszukommen, die von Dinosauriern überrannt wurde. Also wirklich so ein apokalyptisches Szenario. Ey, wenn das wirklich stimmt, wäre das halt ganz weit weg vom Schuss. Hört sich komisch an. Ja, echt so, ne? Es hört sich überhaupt nicht passend zu diesem gesamten Franchise an. Ich meine, okay, sie haben ja auch angekündigt, das Ganze wird jetzt was Neues werden. Aber, ey, ich bin echt gespannt. Wir gucken da jetzt mal rein. 3, 2, 1 und los. Wir haben keinen Ton. Natürlich haben wir keinen Ton. Ist ja nicht so, als ob das jedes Mal wieder passieren würde. Sekunde. Da. Jetzt müssten wir Ton haben. Es gibt drei Einstellungen auf diesem Rechner und ich. Franchise begeistert Ja. schon. Okay, dann nochmal ganz von vorne. 3, 2, 1 und los.
Das Jurassic Park Franchise begeistert schon seit über 30 Jahren Fans weltweit. 6 Kinofilme sind seitdem erschienen und nun steht Teil 7 vor der Tür. In diesem Video fassen wir für euch den aktuellen Stand des Projekts zusammen und liefern alle wichtigen Hintergrundinfos zum neuen Dino-Abenteuer. Im letzten Film Jurassic World – Ein neues Zeitalter lebten die Dinos bereits mehrere Jahre mit den Menschen zusammen auf der Erde. Die Story drehte sich dann um genmodifizierte Heuschrecken. Wie man das auch noch so ernst sagen kann, ist schon witzig. Glaubt ihr, dass Jurassic City schlechter werden würde als Jurassic World Dominion? Meine 1 in den Chat, wer sagt ja? Und 2, wer sagt nein, Jurassic World Dominion bleibt der Bodensatz des gesamten Franchises. Eine Idee, die trotz des großen Erfolgs an den Kinokassen viele Zuschauer deutlich irritierte und etwas ratlos zurückließ. Wohin kann sich das Franchise nun noch entwickeln? Bei der Ankündigung von Jurassic World 4 sprach man von einer neuen Ära, was auch immer das bedeuten mag. Neue Ära, war damit nicht gemeint, dass sie jetzt ein Franchise aufbauen? Ich meine, Jurassic Park war schon ein Franchise eigentlich. Sie wollen jetzt aber Universum aufbauen. Das war mit neue Ära gemeint. Jurassic World Dominion öffnet jetzt die Tore für neue Filme, die alle in einer Welt spielen können, in welcher Dinosaurier die Erde beherrschen, leben, mit Menschen zusammen. Vielen, vielen Dank für das Prime Gaming Abo. Ich sehe es hier gerade an. Ich kann das echt nicht lesen. Satifa Haze 69, glaube ich. Das müsste so passen. Glaubt ihr, meine Augen werden schlechter mit der Zeit? Dann bekomme ich eine Midlife Crisis. Weder ist bekannt, ob der neue Film an die Geschehnisse von Teil 3 anknüpfen wird, noch ob es einen weiteren Zeitsprung gibt oder ob die Story überhaupt danach angesiedelt ist. Boah, ey, stellt euch mal vor, die machen einen Zeitsprung in so eine Zukunftsrichtung. Und dann bekommen wir sowas wie heißt der Film Judge Dredd? Nur im Jurassic-Universum? Ich verstehe, ja egal, komm, wir gucken erstmal ganz kurz weiter. Noch wissen wir ja nicht, ob es wirklich so kommt. Ich denke mir halt nur, wenn es wirklich so kommt. Wenn Sebastian von Filmstarts recht hat mit seiner Dino Riders, hieß das Ding, glaube ich, ne? Der Theorie. Dann frage ich mich, warum geht man jetzt mit Jurassic Park diesen Weg? Weil Jurassic Park ist immer noch der Ursprung davon. Wieso haben sie dann nicht was komplett Neues aus dem Boden gestampft? Nach allem, was wir bisher wissen, könnte es sich bei dem Ganzen genauso gut um ein Prequel oder gar ein Reboot handeln. Weitere Infos zu... Nee. Das wurde doch aber schon gesagt. Also ein Reboot wird es auf jeden Fall nicht. Das wurde ja gesagt, dass der Film als Soft-Reboot anknüpfen soll. Der soll, so waren zumindest die letzten Infos, die ich noch hatte, dass der Film nach Jurassic World Dominion spielen soll, aber nicht mehr auf die Filme davor eingehen soll. Deswegen macht ein Zeitsprung irgendwie auch Sinn. Aber wenn es jetzt wieder doch ein Reboot werden könnte, dann könnten wir ja doch einfach auch einen neuen Park wiederbekommen. Das glaube ich nicht. Geschichte und dem Setting sollten aber nicht allzu lange auf sich warten lassen, denn die Jurassic World-Fortsetzung kommt deutlich früher als gedacht. Das enorme Tempo, mit dem der neue Film produziert werden soll, lässt aufhorchen. Im Januar 2024 wurde das Projekt angekündigt, im Juli sollen die Dreharbeiten beginnen und genau ein Jahr später soll das Ganze bereits in den Kinos laufen. Zum Vergleich, Jurassic World 3 wurde im Februar 2018 angekündigt und sollte planmäßig im Juni 2021 starten, also fast 3,5 Jahre später. Da kommt natürlich... Wo ist denn jetzt die Person, die letztens noch irgendwo in den Kommentaren groß getönt hat? Naja, du brauchst ja für so einen Film auch nur ein paar Monate. Wir hören es gerade, wie schnell das geht. Die werden das nochmal nach hinten verzögern, das glaube ich. Ich die Frage auf, wieso Verleiher Universal glaubt, den neuen Film in fast einem Drittel dieser Zeit produzieren zu können. Soll vielleicht die Größe des Projekts reduziert werden? Ja, das glaube ich auch. Dafür gibt es zumindest ein paar Hinweise. Zum einen will man mit einem völlig neuen Cast an den Start gehen. Das spart schon mal Budget in diesem Bereich. Schließlich wurden Darsteller wie Chris Pratt mit zunehmendem Erfolg nicht unbedingt billiger.
Außerdem müsste man den Produktionszeitraum nicht an die Kapazität. Ich finde es irgendwo auch schade, dass Chris Pratt, der ist ja sympathisch und alles, ne? Dass der aber jetzt auch zu so einer Figur verkommen ist, die ich nicht mehr sehen kann. Ich kann dieses Chris Pratt-Sein nicht mehr sehen, dieses Star-Lord-Sein. Ich bin da irgendwie jetzt schon müde davon. Obwohl eigentlich nur Star-Lord und jetzt hier Owen, die waren ja ähnlich von der Figurenzeichnung her, aber ich kann es jetzt schon nicht mehr sehen. Keine Ahnung. Die werden doch niemals mit dem Film 2025 fertig sein. Ey, die haben es geplant und die halten halt voll krass daran fest. Ich glaube sogar, dass jetzt inzwischen sogar hier der Gareth Edwards ist, glaube ich, inzwischen sogar offiziell der Regisseur. Ich habe gar nicht mehr reingeschaut in die News für Jurassic World 4. Müsste ich auch mal wieder ein Video drüber machen eigentlich. Aber ich meine irgendwie, dass der jetzt sogar bestätigt worden wäre. Also die sind da jetzt wirklich am Loslegen. Und die wollen doch auf Hawaii drehen. Das ist jetzt schon offiziell bestätigt worden mit Hawaii. Aber wann? Das habt ihr mir letztens irgendwo einen Link geschickt auf Instagram. Ich weiß aber nicht mehr wann. Die wollen jetzt irgendwann anfangen, im Juni, glaube ich, oder im Mai, auf Hawaii diesen Film hier zu drehen. Wie läuft's mit dem Was-wäre-wenn-Scorpius-Rex-Video? Würdest du meinen YouTube-Kanal treu verfolgen, würdest du das wissen? War's. Nee, läuft gut. Ich habe da letztens was dazu gepostet, habe die Thumbnails auch jetzt fertig, die wurden dann kritisiert, dann habe ich zwei neue gemacht und ich habe keine Kamera mehr. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ich habe mir eine neue Kamera bestellt und habe deswegen meine alte Kamera verkauft. Das ist ja die GoPro, die jetzt hier hängt, ne? Die GoPro Hero 4, die ist noch ganz cool zum Streamen, aber wirklich zum Videos aufnehmen wahrscheinlich eher nicht. Ich habe mir auf jeden Fall eine neue Kamera bestellt. Mit der Aussage von Amazon, mit der Bestätigung, ey, die wird am Samstag geliefert. Das wäre morgen. Also habe ich mir gedacht, okay, verkaufe ich einfach meine aktuelle Kamera. Die ist jetzt verkauft worden. Die muss ich morgen wegschicken. Und dann passt das ja von der Zeit her. Übergabe, neue Kamera, das passt dann eben alles. Jetzt hat aber Amazon den Status geändert von wird geliefert Samstag, also morgen, zu wird geliefert am Dienstag. Ja, das heißt, ich werde jetzt bis Dienstag wohl keine Videos erstmal machen können. Dafür streame ich halt einfach. Irgendwie muss ich ja mein Gusto in die Welt raustragen. Der großen Stars anpassen. Allerdings gibt es davon abgesehen noch keine Infos zur neuen Besetzung. Es ist also nicht gesagt, dass wir ausschließlich No-Names sehen werden oder ob die alten Gesichter nicht zumindest den ein oder anderen Gastauftritt haben werden. Des Weiteren berichtet der Hollywood-Insider Daniel Richtman von einem möglichen Filmtitel namens Jurassic City. Das klingt natürlich nach einem etwas kleineren Setting als der ganzen Welt. Für uns hören sich all diese Hinweise danach an, als wolle man mit dem neuen Film in Sachen Aufwand ein wenig zurückrudern und sich die Option für eine neue Trilogie offenhalten. Aber das habe ich auch gesagt. Das wäre der einzige Grund, warum es Sinn machen würde, dass die wirklich glauben, dass sie diesen Film fertigstellen können bis nächsten Sommer, dass der Film wesentlich kleiner wird. Das macht total Sinn und ich finde es gut. Charaktere in Jurassic World Dominion waren so unsympathisch. Ja. Jurassic City hört sich für mich einfach nur falsch an. Ich weiß aber auch nicht, wo der Titel wirklich herkommt. Also du findest auch keine Ursprungsquelle, wo der Titel wohl herkommt. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich weiß es aber nicht genau, aber ich glaube, das ist Quatsch. Guten Abend. Wow, endlich mal live geschafft. Schön, dass du am Start bist. Herzlich willkommen. Die dann wieder größer werden kann. Immerhin scheint man nicht an der Geschichte zu sparen. In Sachen Drehbuch gibt es nämlich ein Wiedersehen mit David Cap. Dieser hat schon die Skripte für die ersten beiden Filme aus den 90ern geschrieben, Jurassic Park und Vergessene Welt. Für die Regie wollte man eigentlich David Leitch engagieren. Dieser ist vor allem bekannt durch John Wick und Bullet Train. Als das aber nichts wurde, entschied man sich für jemanden, der sich mit Monstern und Science Fiction bestens auskennt. Gareth Edwards gab... Ja, finde ich einfach viel geiler. Viel, viel geiler. Ein paar haben auch wieder in die Kommentare reingeschrieben, dass der auch wohl scheiße wäre, aber... Das ist immer ganz lustig. Ich kann ja, wenn... Irgendwas ist gerade passiert. Oh, ich sehe es gerade. Teilzeit Rocky, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen im anderen Kaijuverse Team. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen?
Ach genau, ich kann ja sehen, dass wenn Leute Kommentare schreiben, dann kann ich auf die Kommentare draufklicken und dann werden mir alle Kommentare angezeigt, die ihr jemals geschrieben habt. Und ich müsste es einfach nur mal vorführen, das ist sau interessant. Ich kann inzwischen wirklich abschätzen, wer von euch eine Person ist, die nur am Meckern ist. Das ist so krass, du hast dann irgendwie jemanden da sitzen und du liest dann den Kommentar von der Person, Gareth Edwards, alles scheiße, was der bisher gemacht hat, Und dann klickst du auf diese Kommentare drauf und einfach siehst dann so 26 Kommentare, die einfach alle negativ sind. Aber so dieses Rumgeheule, so dieses, das ist alles so, Ich finde es so schade, dass es so Leute gibt, die einfach alles durch die Bank weg kacke finden. Ich finde nur Marvel scheiße. Ansonsten geht's eigentlich. Und Jurassic World Dominion. Ab 2014 mit Godzilla den Startschuss für ein neues Monsterverse, machte sich mit Star Wars Rogue One weiterhin einen Namen und lieferte zuletzt mit Rogue One war geil. Einen Sci-Fi-Action-Kracher ab, der vor allem durch seine kostengünstige Produktion auf sich aufmerksam machte. Der Regisseur, der ursprünglich selbst aus dem Bereich der visuellen Effekte kommt, klingt daher nach einer idealen Besetzung für das kurzfristig geplante Dinosaurier-Projekt. Das aktuelle Startdatum von Jurassic World 4 ist der 2. Juli 2025. Mit dem geplanten Drehstart in den kommenden Monaten rechnen wir schon bald mit den ersten Neuigkeiten zur Besetzung des neuen Blockbusters. Ob es dann am Ende tatsächlich so zügig und reibungslos mit der Produktion ablaufen wird, bleibt abzuwarten. In Sachen Kinostart ist in Hollywood bekanntlich nichts in Stein gemeißelt. Ich finde es gut, dass ich eben gerade von den Leuten rede, die andauernd nur alles negativ sehen. Und lese jetzt hier gerade den Kommentar. Wir haben in Jurassic City zwei Optionen. Eins, entweder wird der scheiße oder er wird zum Kotzen. Das wäre jetzt auf jeden Fall so ein Fall, wo ich bei YouTube auf deine Kommentare hätte draufgeklickt. Nur um zu gucken, was du sonst noch alles geschrieben hast. Vielleicht wird es aber auch richtig geil. Die Option gibt es auch noch. Das waren alle bekannten Infos rund um den 7. Film im Jurassic Park Franchise. Was meint ihr? Ist ein Neuanfang die richtige Idee für das Franchise? Oder hätte es doch mit Chris Pratt und den anderen weitergehen sollen? Erzählt uns eure Sicht auf die Filmreihe und lasst gerne ein Like da, wenn euch unsere kleine Zusammenfassung gefallen hat. Ja, gut. Muss ich doch mal gleich kurz das Licht anmachen. Jetzt hier nämlich ein bisschen zu dunkel. Also, Jurassic City ist, und da sagt ihr zu mir, ich mache Clickbait, ist noch nicht offiziell bestätigt. Obwohl der Titel des Videos ist, Willkommen in Jurassic City. Jurassic World 4, ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt eigentlich so, es gibt noch nicht allzu viel neue Informationen über den Film, im Endeffekt. Ich freue mich auf den ersten Trailer, wenn der rauskommt, auf den ersten Teaser, vielleicht doch einfach auf so einen kleinen Brocken von Story, wenn wir die endlich bekommen haben. Ich habe bisher einfach keine Vorstellung, was das werden soll. Also das mit der Stadt und so, das ist ja alles auch nur ein Gerücht. Das kann so sein, ey, es kann genauso gut, aber auch einfach nicht so sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo sie damit hinwollen. Sie werden nicht nur einen einzigen Film produzieren, sie werden zwei, wahrscheinlich eine Trilogie wieder daraus machen. Und dann ist eben die Frage, wo wollen sie jetzt damit hin? Und dadurch, dass man eben gesagt hat, ja, Jurassic World Dominion war ein Türöffner gewesen für kommende Projekte, macht es Sinn, dass der Film in einer Welt spielt nach Jurassic World Dominion. Denn wenn Jurassic World Dominion eins gemacht hat, was wirklich gut gewesen ist, und es dauert nicht lange, keine Angst, dann war es, die Dinosaurier jetzt wirklich endlich auf der gesamten Welt zu verbreiten. Wie das passiert, das war alles kompletter Bullshit gewesen. Aber jetzt haben wir halt diese Chance, überall Szenarien aufzubauen. An den coolsten Settings, ey, ein Jurassic Park Film in Ägypten. Du kannst da sau die coolen Settings rausziehen. Ich kann nur nach den ganzen Godzilla Monsterverse Filmen, kann ich Alaska irgendwie nicht mehr sehen. Ich glaube, das hat Monarch mir ein bisschen madig gemacht. Aber ansonsten, ey, die haben jetzt ohne Ende Chancen. Und interessant, dass sie aber wieder auf Hawaii drehen wollen. Ich weiß, dass auf Hawaii wohl aber auch Studios sind, meine ich mal, irgendwo gehört zu haben. Das heißt, vielleicht drehen sie auch einfach in den Studios. Weil es würde keinen Sinn machen, wenn das wirklich ein wir müssen aus einer Stadt flüchten Film wird, und dann drehen sie wieder auf Hawaii. Hawaii hat auch Städte, also da sind auch Häuser, klar, aber
Hawaii wurde ja damals eigentlich ausgewählt, weil halt das Inselfeeling da so geil rübergekommen ist. Das ist alles noch sehr, sehr in der Schwebe und ich, ey, aber deswegen kommen auch aktuell keine News-Videos zum neuen Jurassic-Film. Ich blick da gerade gar nicht so wirklich durch. Aber es gibt auch scheinbar nichts wirklich Neues. So, trotzdem gucken wir jetzt auch nochmal in das nächste Video rein. Das jetzt, wenn er jetzt wirklich nur dasselbe erzählt wie Kinocheck jetzt hier gerade davor, dann ist das Clickbait. Title revealed for the next Jurassic movie. Nee, doch nicht. Hier ganz kurz mal ein Beispiel dafür, warum das kein Clickbait ist. Weil ich ja immer damit vollgeheult werde, dass ich immer Clickbait bei sowas mache. Das hier ist kein Clickbait aus folgendem Grund. Da ist ein Fragezeichen dahinter. Seht ihr das? Das ist ein Fragezeichen. Das heißt, in diesem Video wird ganz klar die Frage gestellt, ob das der nächste Titel sein könnte. Ich bin mal gespannt, wann kam das denn jetzt hier raus? Das kam jetzt vor 8 Tagen raus und das von Kinocheck ist, glaube ich, von heute, ne? Das Kinocheck-Video ist von vor 2 Stunden, okay. Ich bezweifle, dass da jetzt mehr Info rüberkommt als bei Kinocheck. Aber er hat das Video auf jeden Fall auf 9 Minuten hochgestreckt. Das ist doch schön. Dann gucken wir mal, ob jetzt hier vielleicht mehr Informationen an uns rankommen. Ich mache nochmal das zweite Licht gerade an, Sekunde. Vielen lieben Dank für das Prime Gaming Abo. Seit 4 Monaten lese ich gerade. Das ist schon eine sportliche Laufzeit. Wieso seht ihr diese, die Alerts aufploppen? Die sollten eigentlich da oben aus dieser Tür, wo Jurassic Park steht, rauskommen. Also über mir gerade, wo der Chat oben ist, wo die Tür halt auf und zu geht. Sieht man das? Für deinen geilen Content, dir ein schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Obwohl ich aktuell ja gar nicht mehr so viel mache tatsächlich. Da muss ich wieder ein bisschen mehr reinklotzen eigentlich mal. Ich mache gerade mal das Licht an und ihr könnt ja schon mal ganz kurz reinhören, was hier gesagt wird. Hello ladies and gentlemen, welcome back to another Jurassic World video. In today's video, we have some exciting information to share with you as we seem to learn more of what the next Jurassic World movie may be about, as a very reliable source has discovered what seems to be the title for the 7th Jurassic movie. Before I start the video, I do want to apologize for the lack of enthusiasm in my voice in this video. Once again, I'm dealing with... Ich wollte eben gerade sagen, der spricht ein bisschen anders als sonst. Ich verstehe es auch gerade akustisch nicht. Er scheint erkältet zu sein. Wahrscheinlich hat er sich irgendwie was eingefangen. Erkältungsmäßig, ne? Nicht auf andere Art und Weise. Wohl, wer weiß. Das hier, kennt ihr das? Automatische Übersetzung. Das probieren wir jetzt mal ganz kurz aus. YouTube kann jetzt automatisch Untertitel selber übersetzen, ohne dass der Creator selber die Untertitel mit eingepflegt hat. Das heißt, jetzt wird alles von Google Translator übersetzt. Kann ein bisschen wirr werden, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man dann vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was da jetzt eben gesagt wird. Also ich verstehe ihn gerade akustisch so gut wie gar nicht. Ich sollte meine Kopfhörer vielleicht auch mal aufziehen gleich. Personal matters in my life, so I hope you can forgive me for that. But anyways, in today's video, we have some details from a reliable source. Okay. But I have also gone through and clarified with my own sources to get the entire validity of all of this. Not only that, but we also may have some official news to cover here as well. So, once you're ready, make sure you're sat back and relaxed and ready to learn what's new about the next Jurassic movie. First, let's start off with some news. So, according to the Film and Television Industry Alliance, the FTIA, Jurassic World 4, which is titled as a feature film, is currently in development
and pre-production with filming scheduled for July 31st, 2024. Aha, da haben wir es doch schon. Das ist eine wichtige Info, die habe ich nämlich vorhin gesucht. Am 31. Juli fangen die an, den Film zu drehen. Ja, das ist, dann haben sie weniger als ein Jahr Zeit, um den Film rauszubringen. Aber wie gesagt, wenn der Film wirklich kleiner werden sollte, das ist immer noch machbar. In Los Angeles, California, America. So, yeah, this actually came out, I think, just a few days ago on the 27th or something. And we were basically... Ach, dann doch gar nicht auf Hawaii. Guck mal, das sind jetzt ja hier... Warum sind denn jetzt seine Infos, die vor 8 Tagen gekommen sind, aktueller als die Infos von, von Kinocheck? Locations, Los Angeles, CA, United States. Okay, dann wohl erstmal doch nichts mit Hawaii. Das ist interessant, aber dann könnte diese Theorie auch wieder stimmen, dass man jetzt wirklich in so eine Stadt geht. Musst du nur kurz mein Abendessen holen. Was gibt's denn Gutes bei dir? Discussing this on Twitter because it kind of contradicts what we heard last month, where it seems as though Jurassic World 4 will be set to start filming in May or June in the United Kingdom instead. Now, this is obviously a much more official and publicized information article here with the FTIA rather than coming from sources like myself. So I 100% understand why people go ahead and say that July 31st would be. Ich muss mir die Seite da oben mal merken. Film and Television Industry Alliance. Ich sehe aber nicht genau, wie die Abkürzung dafür ist. Be the official date. However, I did have a little talk around. I did speak to some people to kind of get some clarification on this. And whilst they didn't really tell me or confirm whether or not this July 31st date is official and that they will be filming in Los Angeles, they did say that, you know, we should remain hopeful that they are still going to be filming in the United Kingdom and they'll start filming a lot earlier than July 31st, 2024. At the end of the day, the FTIA haven't really confirmed whether or not this shoot location in Los Angeles and the shoot date of July 31st is the first time that they're going to be filming Jurassic World 4. So, yeah, it seems like the United Kingdom is still pretty much the number one target to start filming. And maybe even if the FTIA... Okay, das ist halt diese Locations, die sagen dir aber eigentlich an sich noch gar nichts. Man kann jetzt halt sagen, okay, wenn das jetzt auch hier in den in England spielen soll, dass man dann irgendwie ein englisches Setting hat. Allerdings kann es auch einfach sein, dass die in England in Filmstudios drehen. Deswegen diese ganzen Settings, das ist immer sehr irreführend. Die haben ja auch zum Beispiel in Godzilla Kong, haben sie die Szenen, die an der Copacabana in Brasilien spielen, haben sie einfach in L.A. gedreht. Und ja, deswegen ist das ist halt meistens so nichtssagend irgendwie, finde ich ein bisschen. Du wirst ja natürlich immer spitzhörig, wenn es heißt, die drehen wieder auf Hawaii, weil man weiß halt, Hawaii ist so das Jurassic-Setting eigentlich, ne? Die haben Jurassic World auf Hawaii gedreht, Jurassic World 2 zum Teil. Jurassic Park 1, 2, 3 aber nicht, glaube ich, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Deswegen sehen Teil 3 und Teil 2 auch anders aus. Vom tropischen her, sage ich jetzt mal. Ich habe da Videos zu gemacht. Ich vergesse sowas immer nur direkt, nachdem ich die Videos fertig gemacht habe. FTIA is anything to go by. They'll eventually move over to Los Angeles towards the end of July and start filming there as well. So yeah, whilst we do have information that filming is set to be in Los Angeles at the very end of July, it seems as though filming in the UK and in late May, early June is still set to happen for this next Jurassic movie as well, so don't you worry about that. But what is this new information that we have for the title of the next movie? Well, according to Daniel RPK, who's a very reliable source, I'm sure if you guys use Twitter and you're on movie Twitter. Oh nein. Oh nein. Erstmal finde ich es cool, ich finde das gerade krass, dass er wesentlich mehr auch auf Quellen eingeht, als jetzt hier bei Kinotech. Aber den Namen habe ich schon mal gehört von dieser Quelle. Ich meine, dass der sogar den Arbeitstitel Origins damals geleakt hat von Godzilla Kong, was ja auch gestimmt hat. Oh nein, ey, wenn der jetzt, wir gucken mal weiter, wenn der jetzt aber auch Jurassic City leakt, könnte das wirklich so heißen. Oh nein. You know exactly who he is,
He's actually heard that the next Jurassic movie is tentatively called Jurassic City. Now, with this. Es ist nicht offiziell. Nicht ausflippen. Nee, keine Uff-Smileys jetzt schicken. Wir haben keine Bestätigung dafür. Es ist nur Kacke, dass er eine Quelle genannt hat, die schon. Ich glaube, der hat sogar nicht nur Godzilla Kong. Was war's denn noch? Irgendwas hab. Ich hab den irgendwo anders auch schon mal gelesen. Mir fällt es aber nicht mehr ein. Aber er hat ja eben gerade gemeint, dass seine Quelle das auch nur irgendwo gehört hat. Also, ey, Jurassic City. Ich weiß nicht. Das ist so plakativ scheiße einfach. So, als würdest du jetzt von Jurassic World, und das war allen immer zu groß und zu viel, also sagen wir einfach jetzt Jurassic City und dann wissen die Leute, das ist jetzt kleiner, das ist doch cool. Das ist so, als wäre das so richtig dummes Marketing von einem Vierjährigen. Aber das Logo ist cool. Bis auf das City am Ende. Sieht scheiße aus. Aber das Logo finde ich geil mit dem grünen Touch da hinten an. What does that mean? Well, it's called Jurassic City, but he is still awaiting further confirmation for all of this and that it isn't confirmed just yet. So we still have to wait and see to see if they are going to go through with Jurassic City. However, of course, I did post about it on Twitter and it seems like the reception is extremely negative. Very, very negative. Yeah. So if they are to look at the community feedback for Jurassic City, and since this isn't a title that they've put set in place just yet, I'm almost certain that they will not go ahead with this because of how. Ja, weil das einfach auch so eine. Das hat halt. Ich weiß noch damals, wo Jurassic World angekündigt wurde. Und da hat man erst erfahren, dass jetzt eine Fortsetzung zu Jurassic Park kommt. Und dann kam dann so der Titel Jurassic World. Und da hat man sogar diesen ganz kurzen Teaser gesehen, der eigentlich von einem Spiel war, das nie rausgekommen ist. Wo ein Flugsaurier den einen Typen am Strand gepackt und gefressen hat. Und danach kam hier so Jurassic World das Logo. Und das war halt damals voll krass, wenn man sich da gedacht hat, okay, jetzt heißt das also Jurassic World, weil wir gehen jetzt in die offene Welt. Und das war total spannend gewesen. Ja, eigentlich sehr enttäuschend, dass dann die Umsetzung so murks gewesen ist. Aber jetzt sagen sie halt einfach Jurassic City. Oder du hast da ja keine Erwartungen dran. Was soll denn da jetzt passieren? Kommt ein Saurier in die Stadt oder was? Das weiß ich halt nicht. Ich meine, Jurassic Era wäre natürlich auch wieder sehr aufgedröselt und aufgeblibbebe, aber Jurassic League kommt doch raus, oder nicht? Kommt da nicht irgendein Film raus, wo ein T-Rex ein Superheld ist mit Maske und das wird jetzt auch verfilmt, das Animationsfilm? Wie heißt denn das Ding? Godzilla City Bar. Ja, City ist jetzt so das nächste große Ding, ey. Nicht mal Star Wars, das heißt jetzt City Wars. Jurassic City, ey. Sogar Jurassic Village würde sich geiler anhören. Oder Jurassic Village, so im Deutschen natürlich nicht. Das prähistorische Dorf oder das. Ja, Jurassic Village würde sich auf jeden Fall geil anhören. Aber du musst ja auch so ein bisschen auf den Klang hören. Der Titel muss immer was aussagen von dem, was drin passiert. Aber es muss sich auch irgendwie cool anhören. Jurassic Dungeon würde ich mir jetzt auch wieder denken, worum geht's denn da? Eine Höhle. Oder was? So, das. Ey, keine Ahnung. Es gibt mir halt einfach nichts mit, der Titel. Jurassic City. Gab's doch schon mal. Das ist so ein Z-Movie. Ja, gab's auch schon mal. Gut, der wird keine Konkurrenz jetzt sein. Wenn das Ding wirklich Jurassic City heißt. Und ey, wenn der Film sogar geil wird, ist mir das auch egal. Aber Jurassic City bleibt trotz allem, wenn das jetzt ein Film wird, der 12 Oscars abholt, bleibt Jurassic City ein Scheißname. Das wird sich nicht mehr ändern. Dawn of the Dinosaurs. Nee, es muss ja schon Jurassic drin bleiben. Das ist ja der Knackpunkt dabei. Jurassic Park, Jurassic World und dann Jurassic Einkaufszentrum. Keine Ahnung. How much people just despise it. And besides, it seems like it's actually titled off a really crappy old school Jurassic City movie back in 2015. Like, it's not official, but it just seems like one of those typical try to leech off the Jurassic
fandom kind of thing. So to name it after a movie like that just seems kind of... Aber wisst ihr, was krass wäre? Weil er auch eben gerade gesagt hat, das Ganze hört sich so an wie wie der 2015er Trash-Film eben. Ich finde, Jurassic City hört sich aber auch an wie so ein Film, der in den 80ern hätte rauskommen können. Was ist denn aber, wenn die sich wirklich daran orientieren, was die Fans sagen? Und Filmfirmen achten darauf, was die Fans sagen. Also das geht an denen nicht spurlos vorbei, dass sehr viele Jurassic World Dominion nicht mögen, weil das einfach zu viel Action und alles drum und dran war. Das haben die mitbekommen. Was ist denn, wenn sich Jurassic City, wenn der wirklich so heißen soll, so ein bisschen anfühlt wie so ein 80er-Jahre-Film? Das würde ich geil finden. Persönlich. Jurassic Evolution. Oder bleibt von mir aus bei Jurassic World. Mein Gott, nenn's halt irgendwie anders. Ich meine, Jurassic World Chaos Theory kommt ja auch noch raus. Jurassic Planet, das ist auch... Das geht ja schon in Richtung Jurassic World. Jurassic Era finde ich auch am geilsten, auf jeden Fall, ja. Definitiv. Weil die Ära könnte dann jetzt ein bisschen darauf eingehen, was für Schwierigkeiten da jetzt auftauchen. Haben wir ja nie erfahren. Weil wir uns ja im letzten Film mit Heuschrecken herumschlagen mussten. Was für Schwierigkeiten bekommen wir denn jetzt dadurch, dass wir jetzt mit denen koexistieren müssen? Und Jurassic World Dominion endet ja damit, dass wir uns entschieden haben, ja, wir wollen mit denen koexistieren. Ich meine, diese Lösung von wegen, sperr die einfach ins Biosyn Valley ein, das betrifft ja nicht alle Dinosaurier auf der gesamten Welt. Und das sehen wir auch ganz zum Schluss, wo dann Ellie und Alan vor diesem Kongress stehen und im Hintergrund hüpfen so kleine Saurier rum. Oder auch wo Macy dann über diesen Berg drüber läuft. Und dann stehen da auch Dinosaurier. Das heißt, wir haben jetzt akzeptiert, dass wir mit denen zusammenleben müssen. Jetzt muss man eben darauf eingehen, was für Schwierigkeiten kann das mitbringen. Krankheiten. Keine Ahnung, worauf das hinausläuft, ey. Sie stecken sich alle irgendwie an und dann gibt's Jurassic-Durchfall. Ich habe keinen Plan, ey. Weird. So, yeah, the reception is very poor for Jurassic City. For me, I really don't like it, so I don't think Jurassic City is ever going to happen. So this is why I decided to go ahead and clarify with some of my sources and to just get a better understanding of what's going on with the title. So after I did clarify with my sources, it does seem as though Jurassic City is just a working placeholder title for now before they finalize and announce the official one, and it doesn't seem like it's ever going to be the official title. Now of course, take that with a pinch of salt. Stimmt, was wenn Jurassic City nur der Arbeitstitel ist? Das könnte sein. Das könnte wirklich sein. Englisch verstehe, Nick, sorry. Aus diesem Grund sind riesengroße Untertitel eingeblendet. Die sind hier, guck mal. Die sind sogar noch schwarz umrahmt, damit das Weiß noch mehr hervorsticht. Ja, das ist hilfreich. Jurassic Mutants, ey, du dürftest auch keinen Jurassic-Film machen. Es gibt so ein paar von euch, die da so ein bisschen ausscheiden würden, glaube ich. Jurassic Space habe ich auch schon mal gelesen. Nee. Because, you know, things change in the movie industry, but it seems as though Jurassic City won't be the title for the next movie, and especially if they were to consider taking into account all of the terrible, terrible reviews that they've had already just by the title alone, I'm sure that they wouldn't go down the line of making Jurassic City the official title for this next movie. So if you are worried about Jurassic City, I would personally say, according to my sources, don't worry too much. It seems as though it's going to be fine. It doesn't seem like Jurassic City is going to be the title, so we'll just have to wait for that. But what is the next title? Because, again, we're left in the dark about that, and understandably so, because, you know, the movie is still, well, it's not even entered development yet. Well, whilst I was talking to the source about this, again, take this with a big pinch of salt, but it seems like there's current internal whispers where it's called Jurassic Saga for some reason. Now, I don't really... Das habe ich auch schon mal gelesen. Jurassic Saga. Aber ich habe so ein Logo mal gesehen, wo irgendwann drauf stand Jurassic City und dann als Untertitel Jurassic Saga. Und da wurde irgendwie davon ausgegangen, dass der erste Teil Jurassic City heißen wird, Jurassic Saga,
dann der zweite dann vielleicht wirklich Jurassic Village, Jurassic Saga, dann eben der dritte wieder anders, Jurassic Kontinent. Auch ein geiler Name eigentlich, Kontinent. Jurassic Saga. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, aber wir wissen es halt nicht. Der Typ hat in einem Video gemeint, dass Jurassic Park Survival gecancelt sein könnte. Können wir uns das ansehen? Ja, wir können gleich mal reingucken. Ich kann da auch schon immer was dazu sagen. Können wir auch mal ganz kurz jetzt so machen. Es ist noch nichts in der Richtung gesagt worden, dass das Spiel gecancelt wurde. Der Grund, warum jetzt sehr viele davon ausgehen und direkt erstmal Panik bekommen, ist der einzige Grund, dass die Firma, die jetzt dieses Spiel aufgekauft hat, aktuell an irgendeinem Star Wars Spiel damit beschäftigt ist. Das ist der einzige Grund, warum jetzt Leute sagen, oh, das wird wahrscheinlich eher gecancelt. Das muss nicht sein. Es kann auch einfach sein, dass die halt... Du weißt ja nicht, wie weit Jurassic Park Survival schon programmiert gewesen ist. Wenn das jetzt diesen Winter hätte rauskommen sollen, um die Weihnachtszeit rum circa, wird das schon relativ fertig gewesen sein. In dem Fall brauchst du kein komplettes Studio mehr, um dieses Ding wirklich fertigzustellen. Hattest du das nicht mal in deiner Story? Genau, ja. Also die... Ey, wenn es gecancelt wird, dann wäre das wirklich ein Fluch auf den Jurassic-Spielen. Aber ich meine halt, die sind jetzt ja so gut wie fertig damit. Wir haben ja auch im Trailer schon Gameplay gesehen von der Alpha-Variante davon. Und es hieß erst, dass das ganze Ding jetzt im Dezember rauskommen soll. Das heißt, die werden damit fast fertig sein. Und wenn das Studio alles aufgekauft hat quasi, dann brauchen die halt keine kompletten Kapazitäten mehr von einem gesamten Studio, um das Spiel jetzt noch fertigzustellen. Deswegen wäre das noch möglich. Sogar wenn die jetzt nebenbei noch an irgendeinem Star Wars Old Republic oder was das war, Remake arbeiten. Musste nämlich an deine Worte denken, dass ein Fluch auf den Jurassic Games liegt. Wenn das jetzt wirklich gecancelt wird, ich glaube da nicht dran, ganz ehrlich, dann wäre das wirklich ein Tritt in die Eier. Aber so blöd kannst du ja nicht sein und kaufst was auf. Die werden mitbekommen haben, was da auch unter Fans für ein Hype ausgebrochen ist bei dem Game. Und dann beendest du die Sache aber nicht. Im schlimmsten Fall würde ich sagen, das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, dass die sagen, wir machen zuerst das Star Wars Spiel fertig und danach das Jurassic Park Spiel. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, es ist eher andersrum. Ich glaube, wir bekommen das Ding. Tatsächlich. Gut, dass ein Titel keinen Film ausmacht. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Aber trotzdem kann der Titel scheiße sein. Ja. You know if that's true or not, because when you think about it, Jurassic Saga doesn't really make too much sense. Außerdem doch, der Titel kann was aussagen. Wenn das Ding wirklich Jurassic City heißen würde, würde das Teil Jurassic City heißen, weil es wohl irgendwas mit einer Stadt zu tun hätte. In dem Fall regulieren wir also dann die gesamte Geschichte zentral auf irgendeine Story mit einer Stadt. Das würde der Titel aussagen. Das kann man nicht gut finden, weil es hört sich einfach nach Trash an. Und Jurassic Park war ursprünglich eben kein Trash gewesen. Saga was literally the saga that we just had. So to call a new movie trilogy Jurassic Saga just doesn't really make too much sense to me. So whether or not they're saying or calling it Jurassic Saga because it takes place as a prequel within the Jurassic Saga, or whether or not they're actually calling the movie that, that's confusing me a little bit. But for now these are just whispers. It doesn't seem like it's anything official. And this is just what some people internally are calling the movie as well, rather than Jurassic City. So currently there are two titles for this movie. However, it doesn't seem likely that any of those two titles will come to light, so we just have to wait and see for that. But again, these are just internal whispers that haven't really got too much ground to it. But once we know more, I'll be sure to update you on Twitter. But yeah, Jurassic City, for me, just doesn't seem like a good movie title. Jurassic Saga, again, just doesn't make sense. I do like Jurassic Era, but again, from the Dominion marketing slogans, Jurassic Era doesn't really make too much sense either. Na klar macht das Sinn. Also, hey du, Jurassic World hat auch keinen Sinn gemacht, nur weil die den Park halt so genannt haben. Ich dachte, da geht's um die Welt und das war alles nie passiert in Jurassic World. Den würdest du gerne im Cast sehen, Bryan Cranston auf jeden Fall.
Definitiv. So, I'm not too sure what they can title this next Jurassic movie, we'll have to wait and see. Besides, if they want to go down the route of naming it something city, then say, I don't know, Devoured City, a Jurassic Park story, or Devoured City, a Jurassic World story. You know, kind of like Rogue One, a Star Wars story, which again, Gareth Edwards did direct. Weiß man schon was vom Chaos Theory Trailer? Nee, bis jetzt noch nicht. Der müsste aber auch bald rauskommen, weil die Serie soll diesen Sommer erscheinen. Wir haben jetzt März. 8. März. Ja, müsste eigentlich jetzt bald rauskommen. Der Trailer. Und alle, die sich jetzt darüber beschweren, dass auf dem Kanal ja so viele Theorien und Spoiler und Leaks zu Godzilla Kong passieren, auf dem Hauptkanal, wartet mal ab, was hier abgeht, wenn der erste Trailer rauskommt zu Jurassic City. Dann wird's krass. Ich meine im Sommer. Die Serie soll im Sommer erscheinen, das Spiel hier war im Dezember angedacht und nächstes Jahr im Sommer sollte dann der Film rauskommen. Das war doch dieser Dreierplan. Kennt ihr nicht das Bild? Da gab es so ein Bild mit diesen drei Emblemen drauf. Kommt im Sommer, ne? Ja, okay. Ja. Dann wird ja wahrscheinlich auch bald ein Trailer mal rauskommen. Ich meine, die Episoden haben sie jetzt ja auch schon geleakt. Das sind, glaube ich, 10 Stück, habe ich gesagt, ne? Oder habe ich irgendwo mal gepostet. 10 Episoden. Laufzeit ist, glaube ich, zum Teil auch schon bekannt. Und ja, dann wird bald ein Trailer rauskommen. Well, kind of like that, you know? You don't have to call it Jurassic City, because there's so much more that we can explore with the Jurassic title rather than City. It just doesn't sound too good, you know? It sounds very cheap, let's just say that. And again, same goes for Saga. You know, the saga between Jurassic Park and Jurassic World Dominion in that timeline is literally called the Jurassic Saga. So, not too sure why it'll go ahead and name a movie Jurassic Saga. That's beyond me. Hopefully they don't do that. But yeah, those two titles, for me, I really don't like. But I am open to more titles, you know. Again, it's not impossible to come up with a title. You know, we didn't know Jurassic World was going to happen until 2014, and I don't think many people really guessed Jurassic World would happen. I know some people going out of their way to say, oh, Jurassic Universe, Jurassic Planet. You know, a lot of these don't really make too much sense, but Jurassic Planet, actually, now that I've actually said it out loud, sounds like a good title. I'm fine with Jurassic Planet, you know. Go ahead. Nein, auf gar keinen Fall. Nicht Jurassic Planet, ey, das ist ja... Vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Ich muss, glaube ich, diesen Follow-Alert mal ein bisschen wegschieben. Ich sehe es zumindest nicht da oben. Wir machen den mal nach da. Komm. Und hier in die Mitte. Nee, auf jeden Fall nicht Jurassic Planet. Das würde ich sogar noch beschissener finden als Jurassic City. Planet, let's do that. Nein. Although it will then be abbreviated to JP, similar to Jurassic Park. So... Yeah, there's some confusion there. But overall, I'm not a fan of Saga, nor am I... Wesley Snipes würde ich gerne im Film sehen. Wäre bestimmt geil, ja. Mit einer Schrotflinte, die aber auch Laser schießen kann. Auf Dinosaurier. Das wäre richtig Jurassic Park-mäßig. Das wäre schon geil. Hätte ich Bock drauf. Jurassic Kingdom hört sich auch krass an. Aber dann bist du schon wieder zu sehr bei Fallen Kingdom. Jurassic Kingdom wäre auch krass. Dass es irgendwo so einen Bereich gibt, wo Dinosaurier einfach sich jetzt einen Teil der Erde erschlossen haben. Hört sich jetzt trashig an, ich weiß, aber... und das wäre eben dann das Jurassic Kingdom. Geil. Ist Wesley Snipes im Knast gewesen? Keine Ahnung. Hast du schon von der Theorie gehört, dass Robert Muldoon noch am Leben sein soll, weil er wie Owen die Raptoren großgezogen hat? Nee, aber finde ich auch blöd. Weil ihm wurde das Gesicht weggerissen. Er hätte ja einfach nur so machen müssen. Theoretisch. Ja, das ist sowas wie diese Mace Windu-Theorie bei Star Wars. Ey, bei Star Wars macht es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn, Robert Muldoon jetzt nochmal zu sehen. Außerdem ist der Schauspieler ja auch verstorben. Aber wenn die den jetzt wirklich nochmal zurückbringen würden, wäre das halt heftig aus dem Arsch gezogen. Wir haben doch im Film gesehen, wie er gefressen wurde. Ja, gut, du hast ihn halt nur schreien gehört und keine Ahnung, es hätte ja theoretisch sein können, dass er noch irgendwie es geschafft hätte, dem Raptor eine Kopfnuss zu geben oder na, glaube ich aber nicht. Ist eine nette Theorie, aber
Nah. Am I a fan of City? We just have to wait and see. But yeah, once we know more about... Also wenn Jurassic Park jetzt auch noch anfängt, keine Konsequenzen mehr bei Toten zu haben, dann wird es wirklich schwierig für mich auf dem Kanal hier noch großartig weiterzumachen mit der ganzen Nummer. Dann wird's ja richtig beschissen. Right, so. Then I'll be sure to let you guys know the moment we find out on Twitter and then followed by a YouTube video later on. It's hard in today's world to keep everything a surprise. So I would assume that the official social media accounts will tweet out something official once we start to get detailed information about what the finalized title will be. Kind of like how they announced the new movie and the release date only a day or two after all of the reports started to come out. But what else would you call this movie to begin with? Did you like... Die könnten mal, wo ich das gerade sehe, eigentlich nochmal ein Jurassic World Evolution 3 rausbringen, oder? Updates sind nett, aber einfach mal was komplett Neues jetzt. Jurassic City, or would you prefer to see something else? Let me know in the comments. But in the meantime, don't forget to subscribe to the channel if you're new around here and like the video if you enjoyed. But most importantly, make sure you're staying safe out there and I'll see you all in the next one. Bye-bye. Super cooles Video, super cool. Vor allem einfach voll viele Infos drin gewesen. Oder einige Infos mehr zumindest. Aber es lässt mich immer noch nicht sehr viel positiver auf den Film stimmen. Ich habe Bock drauf. Also ich bin ja, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die sagt, der Film wird wahrscheinlich eher gut als schlecht. Ich habe da irgendwie so das Gefühl, dass das ganz geil werden könnte. Gerade wenn das eben stimmt, dass sie jetzt auch wieder mit der Größe des Films ein bisschen zurückziehen und das Ganze kleiner machen wollen. Aber es sagt mir halt noch gar nichts. Und ich hoffe, dass der erste Teaser, der davon erscheint, wenn die jetzt anfangen zu drehen, könnten wir vielleicht Ende des Jahres sogar schon den ersten Teaser bekommen. Der könnte noch scheiße aussehen, weil die halt noch nicht so weit sind von der Produktion. Wenn das Ganze aber nächstes Jahr im Sommer rauskommen soll, könnten wir diesen Winter schon den ersten Teaser davon sehen. Ich hoffe, dass man dann so ein bisschen erahnen kann, wie die Stimmung da ist. Und ich hoffe, dass es wirklich gut ist. Ich will kein Motorrad-Salto sehen. Ich will keine Panzerfaust irgendwas sehen. Ich will keinen Chris Pratt sehen. Das muss wirklich... Der Teaser muss passen. Oder wir bekommen, das wäre auch krass, noch so ein Kurzfilm wie Battle at Big Rock als Werbematerial. Das wäre auch sehr nett.